Zuerst einmal wollte ich mich heute bei euch allen bedanken für die vielen, vielen Geburtstagswünsche. Vielen, vielen Dank. Im heutigen Video werde ich zum Denken anregen. Das Video, was ich heute mache, ist meiner Auffassung her das Wichtigste für eure Gesundheit und zum Schutz für eure Kinder. Diese Puppe zeigt, wie viele Impfungen ein Kind bis zum zweiten Lebensjahr erhalten sollte. Das sind in etwa 30 Impfungen. 30 Impfungen in so einen kleinen Körper rein, was von der STIKO empfohlen wird. Und in jeder Impfung ist Aluminium, Quecksilber, Formaldehyd drin, was ein starkes Nervengift ist, das was in späterer Zeit viele Erkrankungen auslösen kann, von Demenz, Alzheimer angefangen und so weiter. Und jetzt lese ich euch was vor. Um einen vollständigen Impfschutz gegen alle 6 Krankheitserreger zu erlangen, empfiehlt die STIKO die Grundimmunisierung bei reif geborenen Säuglingen mit 3 Impfdosen. Diese können als 6-fach Kombinationsimpfung erfolgen. Reif geborene Säuglinge erhalten somit 3 6-fach Impfungen. Als Säugling 3 6-fach Impfungen. Dann sind wir schon mal auf 18 Impfungen um. Die ersten beiden Impfungen der 6-fach Impfung im Alter von 2 und 4 Monaten. 2 Dosen im Abstand von 2 Monaten zueinander. Die dritte Impfung im Alter von 11 Monaten. Eine Dosis im Abstand von 6 Monaten zur zweiten Impfung. Dringende Impfempfehlung. Impfung gegen Rotavirus. 3 Dosen im Abstand von jeweils 4. Woche ab der 7. Lebenswoche. Dann 2 6-fach Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis B und Influenza B. Dann dringende Impfempfehlung. Pneumokokken. Insgesamt 3 Dosen im 3., 5. und 12. Lebensmonat. Dann geht's weiter. Dringende Impfempfehlung. Gratisprogramm. Masern, Mumps, Röteln. Insgesamt 2 Dosen ab dem 11. Lebensmonat. Im Abstand von mindestens 4 Wochen. Dringende Impfempfehlung. Meningokokken. Insgesamt 3 Dosen ab dem 2. Lebensmonat im Abstand von mindestens 4 Wochen. Dringend die Impfempfehlung ab dem 2. Lebensmonat mit der Grippeimpfung anfangen. Dann geht es weiter. Dringend die Impfempfehlung 2 Dosen im Abstand von 6 bis 12 Monaten ab dem vollendeten Lebensjahr. Da kommt zu sist nichts mehr dazu, außer nur noch zum Impfen. Und wenn man dieser Impfempfehlung folgt, dann schaut das Kind so aus. Also 30 Impfungen innerhalb 2 Jahren. Und deshalb sage ich an alle Eltern, da muss man einfach den Hausverstand einschalten. Und dann fragen sich viele Eltern, die was im guten Glauben ihr Kind impfen lassen haben, warum das Kind in einer Alter von 10 Jahren schon ADHS hat, oder warum, dass sie Autismus entwickeln kann, Neurodermitis, Ekzeme, Allergien, Asthma, Autoimmunerkrankung, oder im schlimmsten Fall, dass direkt nach der Impfung, nach 48 oder 70 Stunden, der Kindstod eintritt. Die Amischen zum Beispiel, das ist eine christliche Glaubensgemeinschaft. Da findet man kein Kind mit Autismus, ADHS, Autoimmunerkrankungen, Epilepsie oder Allergien. Ja, warum? Ja, warum? Wieso ist das so? Ja, ganz einfach. Weil die Amischen weitgehend ungeimpft sind. Ungeimpfte Kinder sind einfach gesünder. Jeder zweite plötzliche Kindstod tritt innerhalb von 48 bis 70 Stunden nach einer Impfung ein. Und das nächste Mal, auch die HPV-Impfung, Gebärmutterhalskrebs, scheint zu einem Anstieg von Gebärmutterhalskrebs zu führen, statt zu diesem zu
statt vor diesen zu schützen. Jetzt denkt euch einmal, was da so ein Kind antun wird. Und das Beste kommt jetzt zum Schluss. Also, es ist einfach eine Katastrophe. Ich habe euch ja schon gesagt, vor 3 Jahren habe ich euch alle gewarnt vor der Corona-Spritzen. Und diese mRNA-Spritzen wird jetzt auf alle Impfungen ausgeweitet. Auf alle. Wurscht, ob das Tetanus, Rüteln, Mumps ist, das sagt Dr. Sucher Bhakti. Und wenn das Dr. Sucher Bhakti sagt, den könnt ihr glauben. Weil der ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Und das wird ab diesem Jahr auf alle Impfungen ausgeweitet. Also wenn ihr eine normale Impfung nehmt, um euer Kind zu schützen, im guten Glauben, so ist mRNA drin. Und dieses mRNA haben wir gesehen, was in den letzten 3 Jahren zu was das führen kann. Von Herzmuskelsyndrom, Myokarditis, Thrombosen, Schlaganfall, Turbokrebs, Diabetes, Unfruchtbarkeit und so weiter. Deshalb sage ich, schalt's in Hausverstand ein und glaubt dieser Regierung nichts. Ihr seid selbstverantwortlich für eure Kinder und schützt ihr dementsprechend. So, das war's wieder für heute und nochmal danke für die vielen, vielen Geburtstagswünsche. Führt euch mal miteinander.